Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarot-Jahreslegung für 2022. Aus astrologischer Sicht wird jedes Jahr von einem anderen Planeten regiert und 2022 ist ein Jupiterjahr und wird auch als Glücksplanet bezeichnet. Hier haben wir die Tarotkarte, die dem Jupiter zugeordnet wird, das Rad des Schicksals oder auch im Crowley-Tarot das Glück. Das Jahr 2022 bietet uns allen so die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Du hältst die Chance, dein Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die du dir vorstellst. Man kann in diesem Jahr besonders viel erreichen und es lohnt sich, groß zu denken. Jupiter hat auch einen wichtigen Einfluss auf die Liebe. Er hilft dabei, das Glück zu finden oder, falls du es schon gefunden hast, es gut festzuhalten. Du erkennst, was dir gut tut und wie du dich selbst frei entfalten kannst. Und es wird dir leicht fallen, die Bereiche, die dir wichtig sind, miteinander zu vereinen. Auch im speziellen Stiere können vom Einfluss des Jupiters profitieren. Wir haben hier den Hohenpriester, den Hierophanten, der als Tarotkarte dem Sternzeichen Stier zugeordnet wird. Der sonst etwas träge Stier wird mutiger und traut sich auch mal das ein oder andere überschaubare Risiko einzugehen in diesem Jahr. Das kann dein Leben bereichern und den Alltag interessanter und abwechslungsreicher gestalten. Okay, schauen wir uns genauer an, was dir dieses Jahr bringen wird. Okay, wir schauen uns jetzt an, in welchem Bereich du mit besonderen Glücksfällen rechnen darfst. Okay, erstmal eine allgemeine Jahreskarte für dich, die deine Rolle in diesem Jahr nochmal besonders betont. Okay, eine Jahreskarte für den Stier. Der Stern. Ja, so kann man wirklich sagen, dass dieses Jahr unter einem guten Stern für dich steht. Es ist ein gutes Jahr, um Zukunftspläne zu schmieden und einen Neuanfang zu gestalten und dort besonders auf langfristige Ziele zu setzen. Ein gutes Jahr für neue Hoffnung und zukunftsweisende Visionen. Das gilt nicht nur, aber besonders für den Bereich von Liebe und Partnerschaft. Alte Trümmer beiseite räumen, alte Wunden heilen und deine Situation aus einer höheren Warte zu sehen. Es ist auch ein gutes Jahr zur inneren Reinigung und spirituellen Wachstum. Also bringe dein Leben in Einklang mit der kosmischen Ordnung. Okay, ich werde jetzt als nächstes genauer schauen, was in diesem Jahr auch wann passiert. Dazu ziehe ich 12 Karten. So, das wäre dein Jahreskreis. Gucken wir uns mal an. Wir beginnen mit dem Januar.
Ja, der Januar wird für dich schon mal sehr gut anfangen. Ganz im Zeichen des Sterns wirst du auch schon viele langfristige Projekte anstoßen, das Fundament dafür legen und ja, einfach auch bodenständige Zielsetzung dabei haben. Und du wirst auch ein sehr erfülltes Gefühl von Ganzheitlichkeit haben. Wenn du in einer Partnerschaft bist, wird das eine sehr harmonische Zeit, wo ihr auch wirklich auf transzendentaler Ebene Verschmelzung erfahren könnt. Auf jeden Fall wirst du auch so eine gewisse Klarheit empfinden über das, was du erreichen möchtest in diesem Jahr. Und das führt natürlich zu viel Zufriedenheit. Nach außen die Prinzessin der Schwerter. Also entweder gibt es eine Person der Schwerter, eine Person des Luftelements, die dem Luftelement zugeordnet wird, die wichtig für dich werden könnte. Oder deine Umwelt empfindet dich als Prinzessin der Schwerter agierend. Ich sehe hier aber eher, dass es eine Person in deiner Umgebung betrifft. Dass es da jemanden gibt, der in diesem Monat einen großen Stellenwert für dich hat, bezüglich dieser Pläne. Ja, der Februar ist so ein bisschen ambivalent. Einerseits gibt es sehr viele erfüllte Momente, harmonische Momente und du wirst sehr viel Glückseligkeit empfinden, gerade in Bezug auf die Familie und Freunde und soziale Zusammenhänge. Da wirst du viele tolle Erfahrungen machen im Februar. Und dich stark und selbstsicher fühlen. Gleichzeitig die 5 der Kelche. Also es könnte auch sein, dass sich einige Beziehungen in deiner Umgebung entzaubern werden, dass du da einige Informationen bekommst oder ja, einfach Desillusionen abbauen könntest. Hier haben wir noch das Ass der Schwerter. Dir wird etwas klar werden. Ne? Das hängt wahrscheinlich mit der Enttäuschung zusammen. Du vielleicht erfährst du etwas, aber eigentlich steht das vielmehr für einen eigenen Gedanken, für etwas, was man deutlich gesehen hat. Also auf der Geistesebene wirst du etwas erkennen, was dann halt im Emotionalen sich vielleicht desillusionierend auswirken könnte und du da über einen kurzen Moment eine Enttäuschung empfinden könntest. Aber eigentlich bist du ja sozial, also eigentlich weißt du, auf wen du dich verlassen kannst. Und manchmal wird man auch also von etwas desillusioniert, was einen vorher nicht mehr gut getan hat. Vielleicht auch, ist es auch vielleicht eine Chance, um Misstrauen abzubauen, ne? Vielleicht wirst du von deinen Erwartungen enttäuscht, dass du misstrauisch sein müsstest. Ne? Das wäre natürlich dann eine positive Desillusionierung. Ich sehe hier doch eigentlich eher was ganz Positives. Ja, und diese Energie wird sich auch weiterziehen in den März und sich noch weiterentwickeln. Also da sehe ich ganz eindeutig die Entwicklung daraus. Von den Ass der Schwerter zu den 2 der Schwerter, ne? 1, 2 ist eine aufbauende Folge. Und Konflikte, die es vorher gab, kommen jetzt in die Harmonie und in die Versöhnung.
es auch weiterhin sehr stabile soziale Verbindungen, sehr viel Harmonie in Familie, Freundschaft und Partnerschaft. Es könnte sein, dass du in irgendeiner Sache dich erschöpft fühlen könntest, dass du für etwas, hier sehe ich, dass du in irgendeiner Sache aufhören musst, darum zu kämpfen. Du hast dich für eine Sache eingesetzt und im März kommst du da an deine Grenze und musst diesen Kampf aufgeben und sein lassen und in die Passivität, aber innere Stärke kommen. Irgendein Ende von einem, ja, von eben von einem Kampf sehe ich hier. Kannst du das auch gut sehen? Ich werde mal hier. Ja, und wir sind jetzt im April. Januar, Februar, März, April, ja. ja, da, im April wird sich vieles für dich ändern. Im April. Diese Situation, die du hier aufgegeben hast, also irgendwas wird sich da für dich verändern aufgrund dieser Aufgabe und du wirst davon Erfolg tragen. Das wird dir gut tun, dass du dich jetzt hier nicht mehr weiter abgeschindet hast und das wird sich dann auch schnell konkret bemerkbar machen. Hier sehe ich das Ast der Scheiben, eine neue Stabilität stellt sich ein. Ja, und hier haben wir wieder die fünf Kelche, die Desillusionierung, die vorher an einer anderen Stelle war. Die kommt dann wieder, du wirst dann auch wieder dich von Illusionen in anderen Bereichen befreien. Vielleicht wirst du einfach sehr verwundert sein, dass das, was du im Januar, im April aufgegeben hast, dass das so rasch zum Erfolg führt, dass du das getan hast, dass dir das wirklich, dass das der richtige Weg war und dass dir das jetzt gut tut. Auf jeden Fall wirst du hier eine neue Stabilität empfinden. Hier geht es auch, also einerseits um materiellen Erfolg. Vielleicht kommt auch Geld rein oder eine Beförderung oder eine neue Wohnung oder Familiennachwuchs und gepaart mit den Ast der Scheiben ist das wirklich eine ganz tolle Energie, weil dieser Erfolg ist nicht kurzfristig, sondern leitet einen neuen Zyklus auf der bodenständigen Ebene ein, eine neue Sicherheit, die sich da für dich auftut. Also was immer du dann im Mai anfangen solltest, hat gute Chancen, sich langfristig positiv auszuzahlen, auszuwirken. Ja, der Mai könnte ein bisschen ambivalent sein. Ja, wir haben hier wieder eine Schwerterperson. Das ist die gleiche Person. Entweder wird die jetzt wieder ein Thema für dich. Ja, oder die Situation
zeigt sich vielleicht, also vielleicht musst du auch wie der Prinz der Schwerter dich verhalten. Ich sehe aber schon eher, dass eine Luftperson für dich dann wichtig ist. Diese Person ist dann vielleicht ein bisschen chaotisch und bringt ziemlich viele neue Pläne mit, wirbelt aber alles so ein bisschen um. Es ist eine zwar sehr fröhliche und frische Energie, aber halt auch mit ein bisschen Störelementen durch dieses Chaos. Vielleicht hast du das mit so einer Person zu tun. Oder du fühlst dich selber in der Zeit einfach ein bisschen durcheinander, mehr durcheinander, als du es gewohnt bist. Auf jeden Fall irgendwas passiert im Mai. Für dich, hier haben wir halt in dein Gefühl auch das Gefühl, dass irgendeine Sache gescheitert ist. Also du wirst, es wird dir auf jeden Fall, egal was da passiert, auch ein bisschen so vorkommen, als hätte jetzt dein Plan nicht geklappt und als hätte das fehlgeschlagen. Aber ich sehe hier auch einen großen Entwicklungsprozess. Hier haben wir die 20. große Arkana. Das ist auch das Aeon und du transformierst dich durch diese Schwierigkeiten auch. Du entwickelst dich durch diese Schwierigkeiten weiter. Also, falls dir das im Mai bekannt vorkommen wird, dann mach dir keine Sorgen, das gehört alles zu dem Prozess. Ja, und im Juni wirst du deine Unabhängigkeit finden. Hier haben wir die Königin der Schwerter. Also, es könnte wirklich gut sein, dass du ein Luftzeichen in deiner Umgebung hast. Dann ist dein Gegenüber auch in einen Reifungsprozess, der sich im Juni auswirken wird. Die Königin der Schwerter ist viel ungeordneter, viel weniger ungeordnet, also viel geordneter als der Prinz oder die Prinzessin der Schwerter. Die ist sehr unabhängig und fühlt sich sehr frei und hat auch klare Vorstellungen, was sie will und was sie nicht will. Also du wirst dich dann daraufhin schnell aus dieser Situation befreien. Und hier haben wir dann wieder das Aeon, das ist die gleiche Karte. Also dass dieser Wandlungsprozess, in dem du bist, der wird sich dann auch noch weiterentwickeln. Und hier haben wir einen Prinzen, ein König der Scheiben. Das könnte sehr gut für dich stehen, weil Scheiben entspricht der Erdenergie und du bist ein Erdzeichen. Das kann natürlich sein, dass du im Juni wirklich fest im Leben stehen wirst und dass da dieser Aeon-Prozess, diese Selbstentfaltung und Verwirklichung, dass dieser Prozess da abgeschlossen ist und es auch von deiner Umwelt wahrgenommen wird und du viel Anerkennung bekommst, sehr authentisch bist und einfach dich voll und ganz, wie du dich selber fühlst, dich voll und ganz selbst verwirklichen kannst. Und ich sehe halt bei vielen eben einen Schwertermenschen an eurer Seite, der sich mit euch zusammen auch weiterentwickelt und einfach eine gewisse Reifheit bekommt. Und das Gefühl wird sich auch in welchem Monat sind wir jetzt? Im Juli, ne? Auch im Juli noch weiter hinziehen und sich noch weiter entwickeln und auswirken. Und das könnt ihr dann halt viel mehr genießen auch. Eure Erfolge. Und da macht ihr euch auch weitere Pläne und könnt viel gestalten. Und ihr seid sehr selbstsicher und fühlt euch total pudelwohl.
Ja, der August wird ein bisschen schwierig. Ihr habt zwar immer noch sehr viel Selbstbewusstsein und ja, und zieht auch eine klare Mauer zwischen euch und der Umwelt. Wenn ihr eine Partnerschaft habt oder sehr eng oder Familie oder sehr eng mit eurer Familie seid, dann werdet ihr auch um diese eine Außenlinie ziehen und sie vor der Außenwelt beschützen. Also da gibt es doch sehr viel Stabilität, sehr viel Selbstbewusstsein, aber auch schon Festigkeit und die Karte birgt die Gefahr, dass man neue Einflüsse nicht besonders an sich heranlässt. Gleichzeitig sehe ich hier von den Neun der Schwertern, dass Vorwürfe an euch herangetragen werden. Also da könnten Konflikte von außen auf euch zukommen. Und vielleicht denkt ihr gerade deswegen, ihr müsst euch schützen. Und dann kommt auch noch der Turm. In einer Angelegenheit, die euch nicht behagt, könnt ihr euch befreien, wenn ihr nicht Angst vor der Veränderung habt. Also im August sehe ich, dass ihr da nicht zu sehr an den Alten festhalten solltet, sondern auch in die Offenheit gehen und auch sich befreien von Dingen, die einem nicht mehr gut tun. Ach, interessant. Ja, ihr werdet eure Festung erfolgreich verteidigen und es wird euch auch immer bewusster werden, wo die Grenzen dieser Festung sind und was ihr da haben möchtet und wie ihr das gestalten möchtet. Und ja, und das wird euch ein sehr starkes Zufriedenheitsbedürfnis, wird sehr viel Zufriedenheit geben. Hier haben wir die Prinzessin der Kelche. Es könnte natürlich auch eine Person in eurer Umgebung sein, die ihr jetzt kennenlernt. Oder, also bisher gab es noch keine Kelche-Person. Deswegen sehe ich hier eine neue Person, die auch in euren Herzen ist. Also ihr denkt an diese Person. Oder die Situation erfordert es, dass ihr auch ein bisschen weicher werdet, euch viel emotionaler zeigt, vielleicht auch ein bisschen naiver werdet. Auf jeden Fall irgendwie so verträumt und sanft. Oder ihr werdet genau so eine Person treffen, die dann sehr wichtig wird. Ja, oder wenn ihr in einer Partnerschaft seid, dann war euer Gegenüber vielleicht von seinen oder ihren Verhalten halt mehr wie die Schwerter, mehr Luftenergie, unverbindlich und etwas distanziert. Und das wird sich dann in diesem Monat ändern. Und dein Gegenüber wird sich einfach mehr von der emotionalen Seite zeigen können. Und hier pendelt sich eine neue Stabilität ein. Hier hatten wir das Ass. Und da haben wir die zweite. Ihr seht, es ist, ja, ihr müsst das, also hier haben wir das Ass. Und hier haben wir die zweite Scheibe. Ihr seht, was das für ein stabiler, langfristiger Zyklus ist, ne? Dann ist ungefähr hier nächsten Jahres so die drei der Scheiben. Also da gibt es viel Stabilität, eine langfristige Entwicklung, die sich vollzieht. Ja, und bei den zwei der Scheiben geht es darum, dass sich etwas ganz auf flexible Art und Weise einpendelt und in die Harmonie kommt, so auf ganz organische, natürliche Art und Weise. Und dadurch entstehen natürlich auch viele schöne, emotionale, harmonische Situationen. Ja, das im September. Der Oktober
Ah ja, interessant. Da sehe ich ein Paar, ne? Also da gibt es ein Paar, einen Ritter der Scheiben und eine Königin der Kelche. Ich sehe euch eher als Ritter der Scheiben, auch wenn ihr eine weibliche Person seid. Das ist davon unabhängig. Wichtig ist, dass diese Karte die Erdenergie entspricht. Ja, und wenn ihr dort einen Kelche-Menschen getroffen habt oder euer Partner sich kelchemäßiger verhält, dann wird sich das auch noch weiter hinziehen und kommt auch und euer Gegenüber wird auch einen Reifeprozess erleben in eurer Verbindung. Und das heißt natürlich, dass man die Beziehung stabilisieren kann. Für euch wird das auch eine Herausforderung sein. Ihr werdet in dieser Zeit sehr viel innere Stärke benötigen und aufbringen. Und auch, ja, euch für die Liebe entscheiden. Das sehe ich jetzt hier, ne? Dass ihr euch auch aktiv entscheiden müsst und da auch wirklich einige Kraft für aufbringen müsst. Manchmal muss man ja auch viel Kraft zeigen, um sich emotional zu zeigen, ne? Um seine Emotionen so stark zuzulassen. Ich sehe hier auch, dass das alles viel mit Emotionen zu tun haben wird. Ja, das ist auch irgendwie eine sehr schöne Energie im November, weil jetzt kommt es wirklich in die Liebe, dieses ganze Gefühl, also auch in die Selbstliebe und die Liebe zu euren Partner oder Umgebung. Sehr harmonisch. Auch hier das Ass der Scheiben wieder auf einer anderen Stelle, aber auch wir sind. Gibt es hier wieder neue Stabilität und neue Sicherheit? Und nach außen die 10 Stäbe, was einfach heißt, dass ihr da auch nicht mehr weiter kämpfen müsst. In Bezug auf die Außenwelt. Ihr könnt da auch. Habt da sicherlich dann auch gar keine Lust mehr, euch viel mit der Außenwelt zu beschäftigen in diesem Monat, sondern geht mehr, ja, in die Introspektive, aber auch in in die Emotionalität. Ja, hier sehe ich einfach, dass ihr viel Zeit mit euch oder und oder eurem Partner verbringen wollt oder eurer Familie. Und dass ihr das auch wirklich da die Emotionen fließen lassen könnt. Und so auch viel neue Stabilität. Entwickeln könnt. Ja, und dass ihr es euch auch leisten könnt, sich euch so zurückzuziehen und sich euch so auf die Familie und die Zweisamkeit und den innersten Kreis konzentrieren könnt. Das wird sich gar nicht lohnen, sich in der Außenwelt, sich in dieser Zeit abzuackern. Und das wollt ihr auch dann auch sicherlich zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Und im Dezember. Hier sehe ich wieder eine Person der Kelche. Es wird die gleiche Person sein, davon könnte man ausgehen, die euch dann sehr viel durch die Gedanken geht. Ihr selber fühlt euch aber sehr selbstbewusst und stark. Ihr habt auch die Zügel in dieser Beziehung in der Hand. Ihr habt auch den Plan und wisst, was Sache ist. Und euch kann in dieser Zeit nichts so richtig aus der Ruhe bringen. Es steht aber eine schwierige Entscheidung an bei euch. Und
Vielleicht, also in manchen Fällen könntet ihr jetzt auch schon eine Beziehungskrise haben. Oder es sind halt wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Es ist zu raten, dass man sich mit dieser Entscheidung viel Zeit lässt und sie wohl überlegt trifft. Jede Entscheidung, also bei dem Gehängten, heißt es, dass jede Entscheidung auch immer ein Opfer bedeutet. Also man kann nicht alles haben. Ja, aber spannend. Also es sind immer wichtige Entscheidungen, die einen auch im Weiteren als Menschen definieren. Ne? Also so wichtige Entscheidungen sind das. Und oft braucht man, um diese Entscheidung zu treffen, auch einen Perspektivwechsel. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das Jahr beginnt sehr gut mit neuen Plänen. Im März wirst du mit einer Sache nicht weiterkommen, wo es wichtig ist, das dann sein zu lassen. Im April eine neue Situation und viel Erfolg und Selbstverwirklichung dann in den nächsten Monaten, besonders, weiß ich, einen Monat im Juni. Selbstverwirklichung und neue Pläne. Ein Umbruch im August und eventuell eine neue Liebe im September, die sich dann halt auch bis Dezember verfestigt. Ja, und wo dann wichtige Entscheidungen getroffen werden muss. Wo dann wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Bezüglich des Sterns ist der richtige Moment, um seine Ziele wirklich umzusetzen. Halt natürlich diese und diese Phase, ne? Und hier. Ja, bedenkt bei dieser Legung, dass Zeit fließend ist. Ne, nur weil diese Karte jetzt zum Beispiel den Januar, also die es geht hier mehr um die Reihenfolge und es kann sich bei manchen um 1, 2, 3, 4 Wochen verschieben. Es geht hier vielmehr um die Reihenfolge, in welcher Reihenfolge die Dinge passieren werden. Ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr mit vielen Möglichkeiten. Ja, lieber Stier, ich hoffe, dass dir die Legung gefallen hat, dass die Legung dir viele gute Inspirationen gegeben hat. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr 2022 und viele schöne Erlebnisse, viele neue Gelegenheiten und einfach viel Glück. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Hast du noch offene Fragen und möchtest eine persönliche Legung? Auf meinen Etsy-Shop kannst du eine eigene, individuelle Legung bestellen. Ab dem 23. Dezember gibt es einen Feiertags-Sale mit 50% Rabatt auf alle Legungen. Das Angebot gilt bis zum 30. Dezember. Es lohnt sich also, vorbeizukommen, und ich freue mich auf dich. Bis bald!